Hallo, wir sind hier in San Francisco am Hafen Pier 27 und Ford zeigt auf dieser Ausstellung eine Technologie, die Remote Park Assist heißt, ferngesteuertes Einparken. Und es funktioniert mit einer Fernbedienung, die ich hier in meiner Hand halte. Gleichzeitig habe ich auch noch eine Smartwatch-App laufen, die mir genau Auskunft gibt über den Zustand des Fahrzeugs für dieses Parken. Ich aktiviere, dann bin ich innerhalb des erlaubten Range. Ich sitze hier auf der Beifahrerseite und ich aktiviere jetzt die Vorwärtsrichtung. Das sagt auch ganz klar, es ist eine Parklücke in Vorwärtsrichtung. Es ist wirklich sehr eng. Ja, und dann zum Schluss ist das Fahrzeug sehr gut zentral in der Lücke geparkt. Es ist aber direkt wirklich sehr eng für amerikanische Verhältnisse, vor allem aber auch für europäische. Das Gleiche funktioniert fürs Ausparken. Ich kann auch wieder hier den Motor starten und dann das Kommando nach hinten geben. Auch hier ist klar, die Smartwatch sagt mir, dass es ein Ausparkmanöver ist. Das geht ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Wir fahren nicht weiter als nötig. Wenn die Fahrertür frei ist, werden die Spiegel aufgeklappt und das Fahrzeug steht zum Abfahren bereit.